Moin Leute, willkommen zurück zu den PS-Tipps. Heute soll es mal wieder um einen Teil des Kraftstoffsystems gehen. Wie ihr wisst, in Common Rail-Anlagen zum Beispiel heutzutage haben wir bis zu 3000 Bar Druck. Dementsprechend müssen wir den Druck in der Anlage auch kontrollieren. Darum soll es heute einmal gehen, nämlich die Druckregelventile und Druckbegrenzungsventile. So, damit wir uns die unterschiedlichen Bauarten und Funktionen mal ein bisschen veranschaulichen können, habe ich ein paar Artikel von unserem Sortiment rausgesucht. Hier haben wir die Druckregelventile zum Beispiel, zwei Drucksensoren. Das kann man auch anhand der drei Pole hier sehen. Wir überwachen unser System. Dann noch weitere geschaltete Ventile und hier ist eins, das ist voreingestellt, das ist mit einem Federdruck belastet und verändert sich weiter nicht. Da ist keine elektrische Ansteuerung. Zudem hier habe ich auch noch ein Schnittmodell vorbereitet. Dann schauen wir uns mal an, was so in dem Ventil passiert, was da alles vorgeht und was man da so beachten muss. So, hier können wir die Innereien des Ventils einmal sehen. Rufen kommt noch ein Stück näher ran, dann schauen wir uns alles mal im Detail an. Hier sehen wir den Zulauf, den Kraftstoffzulauf, hier direkt ins Ventil. Dieses Ventil ist über eine Kolbenstange mit dem Anker verbunden. Hier sehen wir auch die Magnetspule. Bestrome ich das Ventil jetzt, wird der Anker eingezogen. Das Ventil schließt ab und der Systemdruck kann sich entsprechend erhöhen. Nehme ich den Strom wieder weg, öffne das Ventil und der Kraftstoff kann über das Ventil, über diese Ablaufbohrung wieder abfließen. Dadurch steuert das Ventil eben den Kraftstoffdruck im System. Wenn ich das jetzt weiter auseinandernehme, kann ich hier noch sehen, hier sind Durchbohrungen im Ventil selbst. Das heißt, die laufen ins Ventil rein oder der Kraftstoff läuft ins Ventil rein. Das kann ich auch hier an dem Anker erkennen. Hier ist eine Durchbohrung in dem Anker selbst. Das heißt, der Kraftstoff fließt hier durch. Warum habe ich das in diesem Kraftstoffsystem? Ich will hohe Drücke erzeugen, das heißt, ich habe hohe Federdrücke, die ich auch mit dem Magnetventil überbrücken muss. Dementsprechend habe ich viel Strom, der durch die Magnetspule durchgeht. Entsprechend wird dieses Magnetventil auch warm. Deshalb nutze ich den Kraftstoff auch, um dieses Magnetventil weiter runter zu kühlen. Deshalb haben wir diese Durchbohrung in dem Anker, in dem Ventil selbst. So, jetzt haben wir das Innere des Ventils einmal gesehen. Gerade in Bezug auf diese ganzen kleinen Kühlbohrungen, die wir hier drin haben, wird uns natürlich klar, wie wichtig die Sauberkeit des Kraftstoffes ist. Deshalb ist es immer wichtig, die Wechselintervalle der Kraftstofffilter auch mit zu beachten. Weitere Tipps zum Beispiel noch, falls das Fahrzeug mal ausfallen sollte und mit einmal nicht mehr startet, nachdem wir die Batteriespannung geprüft haben, macht es auch immer Sinn, die Druckregelventile zu überprüfen, ob die noch schalten. Steuere ich das Ventil an, ist es meistens hörbar und auch spürbar, ob das Ventil noch schaltet. Weiter kann ich noch prüfen mit dem Ohmmeter zum Beispiel, die Magnetspule hier. Gehe ich hier mal ran, da habe ich 2,9 Ohm, das sieht sehr gut aus. Sollte ich jetzt mehrere hundert Ohm zum Beispiel haben oder gar keinen Durchgang, sollte ich das Ventil austauschen, denn das wäre dann defekt. Falls ihr zu diesem Thema und zu den ganzen Ventilen hier noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk melden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.